So, in dieser Aufgabe geht es um die um Beweise für Rechenregeln von den Wurzeln. Ja, hier sollen wir beweisen, dass die Entewurzel von a mal b nichts anderes ist als die Entewurzel von a mal die Entewurzel von b. Oder in anderen Worten, man kann einen Faktor in einer Wurzel auseinanderziehen. Ja, die ganze Idee bei solchen Beweisen ist eigentlich immer, dass man das versucht zurückzuspielen auf Rechenregeln für Potenzen, die wir schon hatten. Na, also versuchen wir das mal. Also, was ist bei römisch i eigentlich wirklich gesucht? Gesucht ist also eine Zahl z, so das gilt, wenn ich z hoch n habe, dann kommt da genau a mal b raus. Diese Zahl hätte ich gerne. Ja? Denn das wäre nämlich genau dann der Fall, wenn z nichts anderes ist als die Entewurzel von a mal b. Darum geht's. Was ist die Entewurzel von a mal b? Das ist dieses z. Und die Entewurzel von a mal b hat eben halt die Eigenschaft, dass wenn man sie hoch n nimmt, dass man genau a b rausbekommt. Also, okay, das ist so gesucht. Dieses z ist gesucht. Und wir haben hier irgendwie a und b und wir haben die Zahl n. Und da haben wir so ein paar Eigenschaften und die nutzen wir aus. Also wir wissen, ne, also sage ich x mit x gleich Entewurzel von a. Ja, das heißt, das ist äquivalent zu x hoch n ist genau a. Und sei weiterhin y so gewählt, dass y gleich die Entewurzel von b ist. Das heißt, y hoch n ist genau b. Ja, okay. Jetzt, wenn wir das wissen, wenn diese Zahlen x und y gibt es ja, ne? Die Wurzel von a, die Entewurzel von a und die Entewurzel von b, die gibt es. Wenn wir diese Zahlen einfach mal nehmen und irgendwie lustig kombinieren, dann wissen wir, daraus folgt dann offensichtlich x hoch n, y hoch n, das ist genau a mal b. Oh, das ist genau die Sache, die wir suchen. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch so hinkriegen, dass das eine Zahl hoch n ist. Und das wissen wir mit der Potenzregel natürlich. X, y in Klammern hoch n ist also AB. Und das ist super, denn daraus folgt, ja, dass x mal y offensichtlich die Entewurzel von a mal b ist. Und dann sind wir bei der Rechenregel, die wir haben wollten. Denn x ist ja nichts anderes als die Entewurzel von a. Und y ist nichts anderes als die Entewurzel von b. Also wissen wir, die Entewurzel von a mal b ist dasselbe wie Entewurzel von a mal Entewurzel von b. Damit haben wir also 1 erschlagen. Gut. 2, da ist die Aufgabenstellung ganz schön lang. Ja, zeigen Sie für eine rationale Zahl r mit r größer gleich 0 und Zahlen a, b auch größer gleich 0, sodass das a hoch r, b hoch r gleich a, b in Klammern hoch r ist. Ja, und dabei ist a hoch n durch n nichts anderes als die Entewurzel von a hoch n. Ja. So, das heißt, wir wollen diese Potenzregel, die wir hier schon benutzt haben, ja, hier haben wir die schon benutzt im Prinzip. Ja, aber dort haben wir sie nur für die natürlichen Zahlen als Exponenten. Die wollen wir jetzt beweisen, zusätzlich eben halt für alle rationalen Exponenten. So, das ist also und der Unterschied. Ja? Und das ist aber jetzt gar nicht mehr so schwer, weil wir ja den Teil römisch 1 schon haben. Ja? Also, was sollen wir zeigen? Ja? A b hoch r soll sein, das ist a mal b in Klammern hoch m durch n. Das ist nichts anderes als a mal b und dann bitte schön die nte Wurzel davon hoch m. Das wiederum ist nach der Rechenregel, die wir gerade eben bewiesen haben, nichts anderes als nte Wurzel von a mal Entewurzel von b, das Ganze hoch m. Ja, und das kennen wir schon, das können wir auseinanderziehen, also dieses hoch m und dann hier Faktoren in den Klammern, das ist nichts anderes als Entewurzel von a
hoch m mal nte Wurzel von b in Klammern hoch m. So, und das ist ja wieder a hoch r mal b hoch r. Das heißt also mit der Aussage, die wir schon hatten für die Exponenten, die ganzzahlig sind, und mit der tollen Aussage, die wir jetzt gerade dann in Römisch 1 bewiesen haben, für die Aussagen mit den Wurzeln, können wir das Ganze eben halt diese Rechenregeln a mal b in Klammern hoch r gleich a hoch r mal b hoch r auf rationale Exponenten erweitern. Jo, das war's.